Der ersten Folie seht ihr direkt ein paar Fragen. Ihr könnt euch die gerne durchlesen. Ihr könnt gucken, ob ihr vielleicht da irgendwas erkennt. Was haben denn diese ganzen Fragen gemeinsam? Laufen akute Lehrprobleme unter dem Radar? Wie können unauffällige Studierende niedrigschwellig Kontakt zu Lehrenden aufnehmen? Wo kann ich Inhalte und Angebote kürzen oder ausweiten? Welche Angebote nutzen Studierende tatsächlich von mir? Und ich glaube, hier geht schon hervor, dass all diese Fragen doch relativ gut lösbar sind. Und zwar, wenn man in den Austausch geht mit Studierenden. Also wenn man im Bilde ist über die aktuelle Situation seiner Lehrveranstaltung und in Kontakt ist. Und darum, wie man das besser machen kann, darum geht es heute. In the picture, Lehre gemeinsam gestalten durch Modulsprechende. Und bevor ich einmal richtig reinsteige, hier erstmal Lernziele. Also, was werden Sie jetzt in der Sitzung lernen? Sie lernen, wie die Lehrveranstaltung einen Rahmen vielleicht bekommen kann für Perspektivenaustausch und studentische Mitgestaltung. Sie lernen auch verschiedene Einsatzmöglichkeiten dieses Rahmens kennen, was das alles sein kann, je nach Art der Lehrveranstaltung. Und Sie wissen, welche Voraussetzungen dafür notwendig sind, damit Modulsprechende, so heißt dieses ganze Konzept, eingesetzt werden kann. Vielleicht auch interessant also absolut für Lehrende, Studierende, auch für die Hochschuldidaktik. Da gibt es auch ein paar Ideen im zweiten Teil. Also Sie können sehr gespannt sein. Erstmal kurz zu mir. Ich bin Tim Clemens-Beigel. Ich studiere Psychologie an der TU Dresden. Und was auch in der Psychologie ist, ist das Projekt, in dem ich arbeite, Portfolio Profis an der Ingenieurpsychologie in Dresden und an der Hochschuldidaktik angegliedert. Beschäftigen wir uns mit dem Bachelorstudiengang Psychologie, wie dort kompetenzorientiertes und selbstbestimmtes Lernen durch Prüfungsformen möglich ist. Was ich persönlich eher mache, ist einen Rahmen eben zu bieten, und zu gucken, wie kann man diesen Rahmen gestalten, damit Austausch funktioniert, damit man vielleicht auch zu Prüfungsformen reden kann, aber auch über viele andere Sachen, das werden Sie gleich sehen. Und wie sieht dieser Rahmen aus, den wir gemeinsam im Team gestaltet haben? Und zwar haben wir gesagt, okay, es braucht einen Rahmen für fortwährenden Austausch auf der Lehrveranstaltungsebene. Wir brauchen einen Rahmen für anonymes und niedrigschwelliges Feedback. Wir brauchen für die Lehrenden konkrete studentische Ansprechpartner, an die man sich wenden kann, die auch nicht zwingend an der Hochschulpolitik immer sein müssen. Valideres Feedback, wer hat eigentlich welche Probleme vielleicht in der Lehrveranstaltung? Sonst hat man Einzelstimmen, hier ist die Möglichkeit, das ein bisschen besser vielleicht zu machen, in einem anderen Rahmen. Und wie kann ich Lehre outside the box machen, wenn ich vielleicht mit meiner Weisheit am Ende bin, wie ich Sachen anders gestalten kann? Und dieser Rahmen hat den Namen bekommen, Modulsprechende. Gucken wir uns das mal an, was sind Modulsprechner? Also im Normalfall ist es in den meisten Lehrveranstaltungen so, man hat die Studierenden, man hat die Lehrenden. Und die Studierenden können sich natürlich immer direkt an die Lehrperson wenden, im besten Fall. Und im Normalfall ist das immer eine Möglichkeit. Und das geht zum Beispiel auch in Sprechstunden. Nun ist aber ziemlich klar, dass Studierende das nicht immer nutzen. Und manche Studierendenstimmen auch einfach wahnsinnig untergehen dabei. Teilweise vielleicht wegen Hierarchie, weil es nicht niedrigschwellig genug ist. Genau, ansonsten haben Studierende die Möglichkeit, sich an die Hochschulpolitik zu wenden. Das ist natürlich auch immer ein Schritt, an die studentischen Vertreter dort erstmal zu gehen. Das landet schnell in der politischen Ebene, in einem politischen Rahmen. TUD-Stellen, also in Dresden an der Uni, zum Beispiel Datenschutzbeauftragte, was seltener der Fall ist und natürlich nicht mehr für didaktische Fragen oder für gemeinsame Curriculumsgestaltung und Lehrevaluation, je nachdem, ob das dann von den Lehrenden selbst ist, ob das von der Hochschuldidaktik ist oder ob das direkt als Qualitätsmerkmal kommt. Was ist aber nun das, was dieses Konzept bietet? Fortwährend natürlich Sachen auch anzusprechen, im Gegensatz zur Lehrevaluation. Ideen auch didaktisch-inhaltlicher Natur zu besprechen, was auch bei diesen Stellen nicht geht. Also da merken Sie, das fehlt da teilweise auch und dass es nicht wirklich niedrigschwellig ist. Das sind alles so Sachen, die man vielleicht bei diesen Stellen sagen könnte, dafür gibt es nicht wirklich einen Rahmen. Das wird da weniger beachtet.
Und dafür gibt es jetzt Modulsprechende. Was sind Modulsprechende? Wenn ich jetzt laufend darüber rede, heißt das, das sind nichts anderes als studentische Vertretende, die in der eigenen Lehrveranstaltung sitzen. Das heißt, wenn ich Studierender bin, weiß ich, in meinem Kurs sitzt jemand, der studiert mit mir im gleichen Semester, der weiß, was in diesem Kurs passiert. Ich bin vielleicht sogar mit der Person befreundet, an die kann ich mich einfach nach der Lehrveranstaltung wenden oder per E-Mail. Manche geben auch ihre Telefonnummer an. Das heißt, das wirklich so niedrigschwellig wie möglich zu machen, damit Sachen nicht in Pausengesprächen enden, Feedback, Ideen, Anregungen, Hindernisse im Lernen, sondern dass das eingeholt wird. Wie macht man das? Man macht das anhand von 3 Treffen aktuell. Und zwar 3 Treffen zwischen diesen Vertretern und Lehrenden. Dafür wird Zeit eingeräumt, das ist von Anfang an allen klar. Selbst wenn jetzt wenig Feedback kommt, natürlich die Möglichkeit, sich da bestimmten Themen zu nähern, vielleicht auch einmal den Raum zu haben, über bestimmte Themen zu reden, was man sonst nicht macht. Genau. Und dafür wird dann im Vorfeld Feedback eingeholt von Studierenden. Die können sich immer an Modulsprechende wenden, aber es gibt dann noch mal eine Erinnerung vor den Treffen. Hey, wenn ihr was einbringen wollt, jetzt. Und die Ergebnisse werden rückgemeldet. Im Idealfall macht das direkt die Lehrperson. Das heißt, alle Ergebnisse, wo man sagt, doch, ja, das ist gut, das geben wir den Studierenden zurück. Das ist wichtig, dass die wissen, was hier passiert ist, was wir besprochen haben, was wir festgestellt haben. Das kann sein, dass die Lehrperson zum Beispiel gemerkt hat, hey, hier müsst ihr mehr Augenmerk drauf legen oder hier habt ihr was falsch verstanden. Das kann aber auch sein, dass man sagt, wir ändern bestimmte Sachen zum Beispiel am Ablauf. Das Ganze soll natürlich den Austausch mit der Lehrperson nicht ersetzen, sondern dazu ermutigen. Das ist das große Ziel und das wünschen wir uns auf jeden Fall auch damit. Damit es nicht so abstrakt bleibt, hier direkt ein reales Beispiel aus einem Treffen. Da ging es um eine Lehrveranstaltung und wir können uns einmal kurz ansehen, was da so rausgekommen ist, als ich mit dem Modulsprechenden gesprochen habe, wie das so funktioniert hat. Also sie haben erstmal Feedback von Studierenden bekommen, das können eigene Freunde sein, das kann sein, dass man Sachen aufschnappt, dass sich Leute direkt an einen wenden, dass man aktiv Leute fragt und das kann sein, dass man selbst merkt, hier sind Widerstände, hier sind Sachen, die mein Lernen hindern, hier sind Sachen, vielleicht die ich nicht definieren kann, wo ein Problem ist. Und die Modulsprechenden dann selber sagen, hier kann ich nachhaken oder das möchte ich anbringen. Das Ganze nehmen die in die Treffen und gemeinsam mit den Lehrenden kann man dann Ideen und Lösungen ausarbeiten oder herausfinden, warum sind Sachen so, wie sie gestaltet sind und warum ändert man daran nichts. Was auch wichtig ist für die Studierenden, weil das kann teilweise darauf hinweisen, dass Studierende vielleicht auch Lernziele nicht richtig verstehen der Veranstaltung. Was kann das zum Beispiel sein? Hier seht ihr mal eine Auflistung aus einer Lehrveranstaltung. Das kann zum Beispiel sein, in einem Treffen wurde besprochen, Themen zum Lehrstil, die man vielleicht anpassen kann, dass man mehr Beispiele in die Lehrveranstaltung anbringt, dass man Aufgabenbeschreibungen definierter macht, dass die nicht verständlich sind gerade, Datenschutzangelegenheiten, die nochmal besprochen wurden, dass man nochmal auf die Lehrevaluation eingeht, was man schon an Feedback da hat, das bespricht, dass man sich weitere Materialien wünscht, gab es dort auch, wo man gesagt hat, die würden uns richtig helfen und dass man den Ablaufplan der Veranstaltung und der Prüfungsleistung nochmal klarer kommuniziert, weil das auch nicht klar war. Das sind natürlich alles Sachen, jetzt vielleicht ein schönes Beispiel, wo man als Lehrperson oft denkt, ja, ich habe viel Feedback immer und jedes Jahr kommt das Gleiche, aber wo man sagt, doch hier ist es wichtig, nochmal andere Perspektiven, neue Sachen zu haben und das auch semesterbegleitend zu haben, wenn was aufkommt. Genau, in der Praxis ist es natürlich jedes Mal anders. Es gibt nicht das eine Konzept. Also Sie haben jetzt kennengelernt, wie das allgemein aussieht, was die Grundidee ist und was den Rahmen dort bietet, die Modulsprechende. Aber natürlich gibt es hier natürlich ein gewisses Maß an Flexibilität, was man an die Lehrenden und vor allem an die Lehrveranstaltung anpasst. Weil jede Lehrveranstaltung dort eigene Stärken vielleicht auch hat, wo das helfen kann. Und das sehen wir uns jetzt einmal gemeinsam an. Und zwar der erste Punkt, da können wir erstmal unterscheiden, okay, hat denn die Lehrperson selber Gestaltungsfreiheit? Wenn die Lehrperson selber vielleicht Gestaltungsfreiheit hat, weil da vielleicht nicht eine strenge Hierarchie ist oder der Vorgesetzte sagt, ja, können Sie machen, Sie haben da freien Raum oder ich bin offen für neue Ideen.
dann sieht das so aus, dass man zum Beispiel besonders davon profitiert, dass man, wenn man noch nicht konkrete Veränderungsideen hat, Studierende hat, die outside the box denken, Studierende hat, die vielleicht auch vorhandenes Feedback erklären und Erklärungsansätze finden, warum das so ist, vielleicht auch quantifizieren können, wie viele betrifft das wirklich. Und dass man sagt, wie ist denn die Lehrveranstaltung? Der Ist-Stand, wo würden wir gerne hinkommen, der Soll-Stand, aus dem man dann natürlich, wenn man das als Lehrender für sich annehmen möchte und sagt, dass ja, das stimmt, das ist valide, einen Plan entwickeln kann, wo es denn hingehen soll. Der nächste Punkt wäre dann natürlich, wenn ich schon konkrete Änderungsideen habe, das haben wir auch tatsächlich aus eigener Erfahrung so mitbekommen mit den Lehrenden, dann kann das bedeuten, dass wir einmal konkrete Änderungen natürlich hier begleiten können, dass wir sagen können, hier, das ist unsere Perspektive darauf, was Sie hier gerade versuchen umzusetzen, da könnte es vielleicht hapern, da könnte es Probleme geben, das finden wir wunderbar. Und eine andere Sache ist, akute Probleme direkt auch rückzumelden, dass man sagt, ah nee, hier bahnt sich gerade was an, zum Beispiel achtet man gerade nicht richtig darauf, wie ein Nachteilsausgleich aussehen kann für eine neue Prüfungsform oder so ähnlich. Dann muss das nicht zwingend direkt über hochschulpolitische Aktionen laufen, vielleicht geht es direkt in die Studienkommission, sondern man kann niedrigschwellig das Ganze besprechen, Lösungen dafür suchen, vor allem das erstmal rückmelden. Und das ist wichtig, dass man das zeitnah bekommt. Was sonst schwierig ist, akute Probleme wird man vielleicht, wenn man auf Studierende selber zugeht, im Seminar noch gut hinbekommen oder in der Vorlesung Perspektivenaustausch. Dafür braucht schon einen Rahmen, denke ich. Was passiert, wenn man keine Gestaltungsfreiheit hat, weil die Lehrperson sagt, oder also die Hierarchie vielleicht auch sagt, der Vorgesetzte, das Team, wir wollen an der Veranstaltung nichts ändern, wir finden die gut so, die ist jetzt so, wie sie ist und wir haben da keine Ideen. Dann kann das natürlich bedeuten, wir sammeln einmal Ideen. Wie kann das alternativ aussehen? Was finden wir vielleicht auch gut? Was finden wir nicht gut? Was hindert unser Lernen? Und man kann dann letztendlich, was auch passiert im Rahmen unseres Projektes, in den Austausch gehen. Entweder natürlich mit Lehrpersonen beim Personalwechsel, wenn neue Personen kommen, wie könnten sie das jetzt gestalten? Wo gibt es vielleicht Bedarfe? Oder dass man hingeht und sagt, jetzt bin ich nicht mehr als einzelne Lehrperson da und sage, wir müssen was ändern, sondern ich habe studentische Vertreter, die dann gewisse Legitimationen mittragen. Letzter Punkt vielleicht, gerade weil viele Seminargruppen dort mitmachen, was sicherlich auch damit zu tun hat, dass da der akademische Mittelbau auch sehr interessiert dran ist, Feedback zu bekommen und die dann meistens die Seminare halten. Was kann das bedeuten? Wir können hier insbesondere vielleicht auch sagen, es gibt viele Gruppenarbeiten, es gibt Vorträge. Gibt es vielleicht gerade Gruppenkonflikte in einer einzelnen Gruppe oder vielleicht zwischen verschiedenen Seminargruppen sind die Workloads nicht klar verteilt? Das sind gewisse Schwierigkeiten, die dort aufkommen können, wo man natürlich direkt besser mit Studierenden redet, um da einen Austausch zu haben. Genau, das sind also jetzt eine Auswahl an Einsatzszenarien, die wir jetzt einfach herausgefunden haben, dadurch, dass in vielen Modulen, also bisher in 9 Modulen, das ausprobiert wurde in sehr, sehr vielen verschiedenen Gruppen mit sehr, sehr vielen verschiedenen Modulsprechenden und man natürlich Erfahrung macht, wer nutzt diese Angebote, wofür wurde es eingesetzt und wie passiert letztendlich, wo sind vielleicht die besten Profits dieses Konzepts, je nachdem, wie halt die Rahmenbedingungen sind. Ich habe Ihnen versprochen, es geht auch nochmal um das Thema, wie kann man Lehre vielleicht gut evaluieren und dass es interessant wird, auch für die Hochschuldidaktik. Da gibt es eine Sache, die nennt sich Teaching Analysis Poll. Also wir haben gerade auch das Problem, dass teilweise viel Organisatorisches kommt. Man würde sich mehr didaktisches Feedback wünschen, mehr gemeinsame Curriculumgestaltung. Und die Teaching Analysis Poll ist ein Mittel, mit dem man sich zum Beispiel sehr geleitet Fragen nähern kann, wie was hindert das Lernen von Studierenden, wo kann man fördern, wie kann man Sachen verbessern. Und genau, da gibt es natürlich mehrere Ansatzmöglichkeiten, wie man das verknüpfen kann mit Modulsprechenden. Eine Ansatzmöglichkeit ist, gerade auch, weil dieses Teaching Analysis Poll viel Zeit raubt, da kommen wir gleich nochmal zu, aber erstmal, wenn schon so ein Teaching Analysis Poll durchgeführt wurde im Seminar oder in der Lehrveranstaltung,
wahrscheinlich in der Lehrveranstaltung. Es hat viel Zeit gekostet. Die Fachdidaktiker, die Hochschuldidaktik hat dort viel Zeit auch reingesteckt. Und jetzt hat die Lehrperson das Feedback. So, jetzt ist natürlich die Frage, was fange ich damit an? Was mache ich damit? Und da lohnt es sich, solche formalisierten Treffen zu haben, wo ich sagen kann, wir besprechen einmal, was ist dort rausgekommen? Vielleicht auch besser zu verstehen, was an Feedback rauskommt, wo Probleme sind, warum dort Probleme sind, dass man gemeinsam Lösungen jetzt gestalten kann. Und genau, die nächsten Punkte sind einmal, dass das eben sehr viel Zeit kostet und deswegen manche Lehrende davon abgeschreckt sind. Da gibt es die Möglichkeit natürlich auch zu sagen, man macht diese Teaching Analysis Poll im kleineren Format, nicht mit allen Studierenden, sondern Modulsprechende suchen direkt nach Feedback, stellen die Fragen rein, sammeln das und besprechen das dann mit der Hochschuldidaktik zum Beispiel oder mit der Person, die das durchführt. Da gäbe es dann natürlich keine Abstriche bei der Lehrzeit, was es verfügbarer macht, auch so eine didaktische Analyse zu haben der eigenen Lehre. Und das geht natürlich nur, wenn auch Studierende das am Modulsprechenden rückmelden. Andere Sache ist, dass natürlich eher in einem kleineren, vielleicht auch etwas informaleren Konzept, dass man sagt, man schult zum Beispiel in 2 Stunden Modulsprechende, wie wird so ein Teaching Analysis Poll durchgeführt, worum geht es da, wie kann man das auswerten? Und dass man versucht, das selbst zu machen. Das ist relativ aufwendig. Hier scheitert es vielleicht daran, wenn Modulsprechende dafür nicht wirklich vergütet werden, andere Aufgaben eigentlich wichtiger sind und das natürlich viel Zeit raubt. Aber die Frage ist natürlich auch, inwiefern kann man sich bestimmte Kernfragen so einer Teaching Analysis Poll auch selber stellen und das der Lehrperson dann auch rückmelden, wie kann man das vielleicht leichter und zugänglicher gestalten. Aber genau, auch die Frage, inwiefern man solche Aspekte direkt im Treffen vielleicht auch besprechen kann. Das vielleicht interessante Aussichten, was man da alles erproben könnte, was man mit dem Projekt machen kann. Genau. Natürlich gibt es auch bestimmte Herausforderungen bei dem Konzept. Wie jedes Konzept oder jede Sache, ich habe jetzt viel über Vorteile gesprochen, gibt es auch bestimmte Voraussetzungen oder Herausforderungen, die man sich stellen muss. Eine ist natürlich, ob die Studierenden wirklich viel Feedback einbringen. Das ist eine Herausforderung, die wir oft hatten, dass teilweise wenig Feedback von Studierenden kam. Relativ zu dem, wie viele Studierende es eigentlich gibt und wie viel wir gerne mitnehmen würden. Was kann man da machen? Natürlich kann man sagen, wir machen das einerseits sichtbarer. Was machen wir hier? Was sind die Erfolge von dem, was hier umgesetzt wird? Es wird auch wirklich besprochen, solche Sachen rückzumelden und auch die Modulsprechenden dadurch sichtbarer zu machen, diesen Rahmen, diese Möglichkeit anzubieten, wodurch dann Studierende vielleicht auch selbst eher befähigt sind, befördert sind, ermutigt sind, sich an Modulsprechende zu wenden oder noch besser auch, sich direkt an Lehrende zu wenden. Hier seht ihr auch die Herausforderung bei den Modulsprechenden selber. Es wäre natürlich schön, wenn man sowas zertifiziert oder entschädigt bekommt, zum Beispiel indem es ein Gremium ist und es dafür Freisemester gibt. Das wäre eine Möglichkeit, die zum Beispiel kein Geld kostet, wenn man das gut begründen kann. Ansonsten eben, wie viel stecke ich rein, wie viel kriege ich raus? Das ist wirklich so ein bisschen die Frage. Die meisten Modulsprechenden sagen aber, dass der Aufwand sich so gering hält, dass das Konzept sich einfach lohnt. Sie würden es gerne machen und dass es einfach den Aufwand auch wert ist und dass es auch nicht zu viel Aufwand ist. Das ist wichtig bei diesem Konzept. Genau, denn wenn vielleicht mal irgendwie weniger passiert, ist das eben die Möglichkeit zu sagen, es hat sich trotzdem gelohnt. Für Lehrende natürlich ganz wichtig, welche Themen möchte ich vielleicht auch angehen, dass Lehrende auch Initiative zeigen und vielleicht auch sagen, das interessiert mich oder sagen, ganz wichtig, dann und dann ist ein Treffen. Das muss irgendjemand in die Hand nehmen. Im Normalfall ist es das Einfachste, die Lehrperson macht das. Das ist jetzt eigentlich nicht so viel mehr Aufwand. Genau, das ist durchaus möglich. Aber es ist halt wichtig, dass das den Lehrenden klar ist und dass sie die Verantwortung dafür übernehmen, wenn sie das Konzept nutzen. Und ganz wichtig wäre, dass auch eine Person das Ganze betreut. Dass man jemanden hat, der sich um bestimmte Aufgaben kümmert und dann nämlich genauso was kommuniziert. Was müssen Modulsprechende wissen? Welche Materialien könnt ihr dafür nutzen? Wie sieht das Konzept aus? Und was müssen Lehrende vielleicht für Verantwortung übernehmen und wie können sie den Rahmen optimal nutzen? Vielleicht nochmal zu dem Thema ganz interessant, was kann man da machen?
Hier seht ihr einmal kurz, wie das aussah bei uns, was wir gemacht haben. Relativ viel, weil wir viel evaluierend begleiten wollten. Viel interessanter ist jetzt, wie das später aussehen kann, wenn man den ganzen Aufwand kürzt. Dann könnte man zum Beispiel sagen, wir fragen Lehrpersonen nach Interesse an. Also diese Person, die sich dann dafür bereit erklärt, das zu machen. Wir die Lehrpersonen selber fragen in ihrer Gruppe nach Modulsprechenden, wer das machen würde. Kann man natürlich auch wählen, wenn sich genug Leute bereit erklären, dass das Sinn macht. Wichtig ist hier natürlich, dass die Lehrenden übrigens sich auch selbst bereit erklären. Finden wir persönlich relevant, weil nur dann wird Verantwortung übernommen, nur dann ist es auf Augenhöhe. Nur dann wird das Feedback angenommen und auch zu Feedback angeregt. Das ist also eine wichtige Beschränkung vielleicht noch, dass die Lehrenden auch wirklich Lust drauf haben und sagen, ich kann davon profitieren oder ich probiere es aus. Genau, Infomaterial müsste man dann natürlich schicken. Also es gäbe eine Person, die das Ganze sammeln muss. Wer ist jetzt hier? Und den dann Infomaterial schickt. Einmal zwischendurch fragt, ob alles läuft. Wichtig ist einfach nur, dass man vielleicht eine kurze Ansprechperson hat. Der Betreuungsaufwand für Fragen hält sich absolut in Grenzen. Da gibt es nicht viel. Normalerweise ist es relativ klar und die Modulsprechenden arbeiten sehr selbstständig. Und dass man dann einmal sagt, wir sammeln, was hier passiert ist, auch für kommende Jahrgänge, wie die Tätigkeit aussah. So, und das Ganze verabschiedet. Also kurz gesagt, wichtig ist, dass eine Person nach Interesse fragt bei den Lehrpersonen, eine Übersicht hat, die Materialien rausschickt, die Tätigkeit vielleicht noch bescheinigt, sagt, ja, hier haben Sie sich engagiert, für Stipendien kann das wichtig sein und bei Anfragen weiterleitet. Es wäre der Minimalaufwand, den man da vielleicht an Organisation bräuchte, wenn man das macht, wenn man das also in einem ganzen Studiengang auch Lehrenden anbieten möchte. Als Einzellehrperson kann man natürlich dann diese Aufgaben selber übernehmen. Wir versuchen eben, dass hier der Aufwand so gering wie möglich gehalten wird, damit es flächendeckend möglich ist. Genau, das vielleicht nochmal sehr, sehr wichtig zu dem Thema. Und an der Stelle würde ich auch sagen, ich danke Ihnen, dass Sie so weit zugehört haben. Und ich glaube, die Zeit ist absolut reif, dass ich mir jetzt mal angucke, ob Sie Fragen haben, für Fragen bereitstehe. Und ansonsten hätte ich auch noch ein paar Fragen an Sie. Und vielleicht kann ich auch nach Anregungen fragen, was es denn von Ihnen so gibt.